Nur wenige Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hält in Washington 1945 ein deutscher Schriftsteller, ein Exilant, eine vielbeachtete Rede. Thomas Mann spricht im Zentrum der amerikanischen Politik über Deutschland und die Deutschen, und der Schöpfer der Buddenbrocks und des Zauberbergs, der macht bisher so nicht gehörte Erkundungen in das Befinden seiner Landsleute. Leitfrage: Wie konnte das geschehen? Wie geht das, ein Volk der Dichter und Denker einerseits und des geplanten industriellen Massenmords andererseits? Man fragt sich, gibt es vielleicht eine, Zitat, geheime Verbindung des deutschen Gemüts mit dem Dämonischen? Über Deutschland und die Deutschen soll ich heute Abend zu Ihnen sprechen. Ein waghalsiges Unternehmen, nicht nur, weil der Gegenstand so verwickelt, so vielfältig, so unerschöpflich ist, sondern auch angesichts der Leidenschaft, die ihn heute umwittert. Frühjahr 1945, Thomas Mann in Washington, in der Library of Congress. Der Krieg ist gerade erst vorbei, Deutschland befreit, aber besetzt und in Trümmern. Und Thomas Mann, nun fast 70 und inzwischen US-Bürger, Mann also fragt sich, sollte er vielleicht besser ein anderes Thema wählen? Doch ihn, den Nobelpreisträger, den die Nazis aus der Heimat vertrieben haben, treibt sein Deutschsein um. Auch und gerade im Exil. Man hat zu tun mit dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Die kritische Distanzierung davon sollte nicht als Untreue gedeutet werden. Wahrheiten, die man über sein Volk zu sagen versucht, können nur das Produkt der Selbstprüfung sein. Seit einiger Zeit arbeitet Thomas Mann an seinem Dr. Faustus. Er will darin die Wurzeln des Nationalsozialismus ergründen. Wie konnte es dazu kommen? Welchen Vorlauf gab es, kulturhistorisch, geistesgeschichtlich? Sein Vortrag im Frühjahr 1945 kann als essayistischer Zwischenstand seines Nachdenkens gelten. Der Teufel, Luthers Teufel, Faustens Teufel, erscheint Mann als eine sehr deutsche Figur. A lonely thinker. Ein einsamer Denker und Forscher, ein Theolog und Philosoph in seiner Klause, der aus Verlangen nach Weltgenuss und Weltherrschaft seine Seele dem Teufel verschreibt. Ist es nicht ganz der rechte Augenblick, Deutschland in diesem Bilde zu sehen, heute, wo Deutschland buchstäblich der Teufel holt? Um die deutsche Seelenlage geht es Thomas Mann, ihre Anfälligkeit, Empfänglichkeit für das Böse, für teuflische Verführungen. Ist die dem Deutschen vermeintlich besonders eigene Seelentiefe ein Grund? Worin besteht diese Tiefe? Eben in der Musikalität der deutschen Seele, dem, was man ihre Innerlichkeit nennt. Die deutsche Romantik, was ist sie anderes als ein Ausdruck jener schönsten deutschen Eigenschaft, der deutschen Innerlichkeit? Thomas Mann arbeitet sich ab. An Romantik und Mystik, an Luther und Goethe, Riemenschneider und Bismarck, ganz verschiedenen Repräsentanten der Seelenlage der Deutschen, an ihrem Verhältnis zur Freiheit und Politik. Wobei politische und wirtschaftliche Gründe für den Aufstieg des Nationalsozialismus erscheinen bei ihm nur am Rande. Man sucht die Ursache im romantisch-irrationalen Denken. Deshalb eben ergründet er die Geschichte der so ambivalenten deutschen Innerlichkeit. Eines mag diese Geschichte uns zu Gemüte führen, dass es nicht zwei Deutschland gibt, ein Böses und ein Gutes, sondern nur eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse Deutschland, das ist das fehlgegangene Gute, das Gute im Unglück, in Schuld und Untergang. Was Thomas Mann im Mai 1945, kurz nach Ende des Weltkriegs, zur schmerzlichen Einsicht bringt, auch in ihm selbst steckt beides. In ihm, dem Deutschen im US-Exil, dem Weltbürger.